I'm going to make an effort to talk while sitting down. Also ich werde mich bemühen zu sprechen und mich hinzusetzen. That is a challenge for me. Für mich ist das eine Herausforderung. Because I'm very passionate. Ich bin sehr leidenschaftlich. About Buddhist practice. Bezüglich der buddhistischen Praxis. About the actualizing of Buddhist practice. Und wie ich die buddhistische Praxis wirklich ins Leben bringen kann. Not the thinking about it. Nicht das darüber nachzudenken. But how it comes to existence in daily life. Aber wie es im alltäglichen Leben wirklich existieren kann. I mean, it's one thing to sit down and read sutras and commentaries. Es ist eine Sache, sich hinzusetzen und die Sutras zu lesen oder Kommentierungen. It's one thing to become all scholarly. Und es gibt dann auch noch eine Sache, scholarly, yeah, to educated learning. Also dass man sich eben schult. And there's a great importance in that approach. Und da ist auch sehr eine große Wichtigkeit in diesem Angang. But what do I do with the information? Aber was tue ich mit diesen Informationen? Once I get it. Wenn ich sie dann bekommen habe. This is the important part. Das ist der wichtige Punkt. How does it go into action? Wie kann es wirklich in die Handlung kommen? You see what I mean? I get animated. Seht schon, was passiert? Also irgendwie bin ich schon ganz animiert. Now, this, when I talk about passion and desire. Wenn ich über Leidenschaft und das Wünschen spreche. And believe me, I have a burning desire. Und glaubt mir, ich habe ein brennendes Bedürfnis. To wake up. Zu erwachen. When I talk about passion and desire, und wenn ich über die Leidenschaft und das Wünschen spreche, I often get people who will come to me. Dann gibt es häufig Menschen, die zu mir kommen. And they'll say, well, I'm confused. Und die sagen, ich bin verwirrt. I thought Buddhism was about extinguishing desires. Ich dachte, im Buddhismus geht es darum, dass man dieses Wünschen, about not having passions. Dass es erlischt und dass man gar keine Leidenschaften hat. I go, well, that's what happens when you only study. Und dann sage ich ja, das ist genau das, was passiert, wenn du eben nur studierst. Because then you don't really understand. Weil dann verstehst du eben nicht wirklich. See, the amassing of information is not understanding. Also das Anhäufen von Informationen ist eben nicht wirkliches Verstehen. And from what I've come to understand through my life, through my studies and through the teachers that I've worked with. Und was ich durch mein Leben und meine Studien und auch das Arbeiten mit Lehrern verstanden und entdeckt habe, is that my ambition is not to extinguish passion and desire. Ist, dass es nicht meine Ambition ist, die Leidenschaft oder das Wünschen zum Erlöschen zu bringen. But to extinguish selfish passions and selfish desires. Aber das selbstsüchtige Wünschen und die selbstsüchtigen Leidenschaften zu erlöschen. But of course then what's selfish? Aber dann ist es wieder die Frage, was ist denn jetzt selbstsüchtig? The only way I can come to know what is selfish. Und die einzige Art und Weise, wie ich herausfinden kann, was selbstsüchtig ist, is through a disciplined spiritual practice. Ist durch eine disziplinierte spirituelle Praxis. Rooted in self-reflection. Die in der Selbstreflexion verwurzelt ist. The short version of that is meditation. Die kurze Version davon ist Meditation. But meditation not in the sense of form. Aber Meditation nicht nur in dem Sinne einer bestimmten Form. But meditation in the sense of how it's reflected through my daily life. Sondern Meditation, wie sie sich in meinem täglichen Leben zeigt oder reflektiert. Now you can see the colors that I wear are different. Ihr könnt schon sehen, dass die Farben, die ich hier trage, anders sind. Yeah, unless you're colorblind. Es sei denn, dass man jetzt irgendwie farbenblind wäre. There's some benefit to that. Und da gibt's dann auch einigen Nutzen heraus. Yes, it's non-discrimination. It's colorblind, you know. Da wird eben dann nicht diskriminiert oder unterschieden, wenn man dann farbenblind ist. I'm fully ordained in a Japanese Soto Zen lineage. Bin voll ordiniert in einer Soto Zen buddhistischen Linie. The foundation of the discipline I learn is in sitting. Und die Grundlage dieser Disziplin, die ich gelernt habe, die liegt im Sitzen. You know, sitting just to sit. Sitzen, einfach um zu sitzen. The Japanese word for that is shikantaza. Das japanische Wort dafür ist shikantaza. But again, if
If I don't wholeheartedly engage in practice. Aber noch einmal, wenn ich mich nicht aus ganzem Herzen in die Praxis einlasse. If I just read some books and grab onto my ideas of things. Wenn ich einfach nur einige Bücher lese und an den Ideen festhalte. Then I won't come to understanding. Dann werde ich nicht zu einem Verstehen gelangen. Shikantaza doesn't mean that I spend hours and hours just sitting on the cushion. Shikantaza bedeutet nicht, dass ich Stunde um Stunde einfach nur auf dem Kissen sitzend verbringe. But how does sitting meditation flower into everything that I do all of the time? Aber wie kann die Sitzmeditation erblühen in alle Dinge, die ich in meinem Alltag tue? How does it express itself? Wie zeigt es sich? When I wash dishes. Wenn ich den Abwasch mache. When I prepare food. Wenn ich das Essen vorbereite. When I get out of my bed in the morning. Wenn ich am Morgen aus dem Bett aufstehe. When I leave the bath or the shower. Wenn ich das Badezimmer verlasse oder die Dusche. When I walk down the street and encounter people on the street. Wenn ich die Straße heruntergehe und mich dort auf Menschen einlasse. Now the topic of the evening. Also das Thema des Abends. I just wanted to check and make sure she knew. Ich wollte nur noch mal sicherstellen, ob sie auch weiß, worum es geht. The transforming power of non-violence. Also die transformierende Kraft der Gewaltlosigkeit. I think my first visit to Hamburg. Ich glaube, mein erster Besuch in Hamburg was like 1993. War 1993. Somewhere around there. Nur irgendwo da. I just spent a month and some weeks in the Balkans. Ich habe einen Monat und einige Wochen im Balkan verbracht. I was not yet ordained. Und ich war da noch nicht ordiniert. I just finished living 3 years and studying in a monastery. Ich hatte gerade damit aufgehört, für 3 Jahre in einem Kloster zu leben und zu studieren. And I was in an in-between place. Und ich war gerade an so einem Ort, der dazwischen lag. I had recently made contact with the Soto Zen lineage in New York. Ich hatte gerade erst Kontakt zu einer Soto Zen Linie in New York gemacht. And I was testing the waters. You know. Und ich habe erstmal das Wasser so ein bisschen ausprobiert. Because I'm intensely sensitive. Denn ich bin wirklich sehr sensibel. To the realities of exploitation. Gegenüber der Realität der Ausnutzung. Now some of you know. Die einige vielleicht wissen, that I was a former soldier. Ich war ein ehemaliger Soldat. A combat soldier fighting in Vietnam. Ich war ein Kriegssoldat und habe in Vietnam gekämpft. Some of you may not know that. Manche mögen das auch nicht wissen. So when I went to the Balkans, also als ich dann in den Balkan ging, I went with a group of Catholic workers. Bin ich mit einer Gruppe von katholischen Arbeitern dorthin gegangen. It's a very particular movement growing out of the United States. Es war eine ganz bestimmte Bewegung, die in den USA entstanden ist. The founder of this movement is a woman named Dorothy Day. Und die Gründerin dieser Bewegung, ihr Name ist Dorothy Day. Yes, she was an incredible woman. Sie war eine unglaubliche Frau. But there's the way this movement has developed. Aber die Art und Weise, wie diese Bewegung sich entwickelt hat, people within this movement, die Menschen in dieser Bewegung, who are very socially active, die sozial sehr aktiv waren, they whenever they meet one another, wann auch immer sie einander getroffen haben, they compare their arrest records like they were badges of honor. Dann vergleichen die da ihre Records, als wenn badges of honor. Als wenn es irgendwie eine besondere Art wäre, honoriert zu werden. Yes, the point is not to get arrested. Und es geht nicht darum, dass man irgendwie ins Gefängnis kommt. That doesn't mean anything. Also das bedeutet nichts. The point is to be active. Es geht um den Punkt, wirklich aktiv zu sein. The point is to be engaged. Und sich einzulassen. The point is to speak out against social injustice. Und darüber auch zu sprechen, wenn es Ungerechtigkeiten gibt im sozialen Bereich. But also to live in a way, aber auch auf eine Art zu leben, that doesn't keep these cycles of violence alive. Die diese Kreisläufe der Gewalt am Leben halten. So, coming to, I went to the Balkans. Ich bin dann in den Balkan gegangen. To bear witness. Um Zeugnis abzulegen. To see what was happening there. Zu sehen, was dort geschieht. Not because I thought I knew. Nicht, weil ich dachte, dass ich das wüsste. Or that I had anything to offer the people there. Oder dass ich den Menschen irgendetwas anbieten oder geben könnte. And there I was in contact again with war. Und dort war ich wieder mit dem Krieg in Kontakt. But,
But the nature of the war there, the outlook of it was different than what I experienced. Aber die Natur des Krieges dort, also wie es sich mir zeigte, war anders als meine Erfahrung bisher. The cities in the Balkans look like the cities here. Die Städte im Balkan, die sehen so aus wie hier. I visited the city of Mostar. Ich habe die Stadt Mostar besucht. In Bosnien-Herzegowina. In Bosnien-Herzegowina. I visited the city of Srebrenica. Auch Srebrenica, die Stadt habe ich besucht. Just days after the massacre. Einige Tage nach dem Massaker dort. And I just sat there. Und ich habe dort gesessen. I just sat there, just sat. Ich habe einfach dort gesessen. And people would walk by and look at me like I was. Die Leute sind an mir vorbeigegangen und haben einfach mich angeschaut, als wenn ich verrückt wäre. But I just kept sitting. Aber ich habe mit dem Sitzen weitergemacht. And eventually people would come and talk to me. Und schließlich und endlich kamen die Leute und haben mit mir gesprochen. And as one person came, then two people would come. Und als eine Person kam, dann kamen noch zwei. And then three people would und drei. Come. And they began telling me their stories. Und sie haben angefangen, mir ihre Geschichten zu erzählen. And I could listen to them. Und ich konnte ihnen zuhören. With translation. Mit Übersetzung. I could listen to them. Ich konnte ihnen zuhören. To really listen to the desperation and horror of what they had experienced. Und wirklich der Verzweiflung und dem Horror zuhören können von den Erfahrungen, die sie gemacht haben. To feel the feelings that would rise up in me. Dann zu spüren, wie die Gefühle in mir aufsteigen, während ich zuhörte. To pay attention to the thoughts that I would have while listening. Und dann aufmerksam zu sein gegenüber den Gedanken, die aufkamen, während ich zuhörte. And not turn away. Und mich nicht abzuwenden. Not offer comfort. Auch keinen Trost anzubieten. Not offer advice. Keine Ratschläge. Not offer a tissue. Und auch keine Taschentücher. Just listen. Nur zuhören. Because I know. Denn ich wusste. Any number of people. Jede Anzahl von Menschen. Have asked me. Hat, die haben mich gefragt. They said, what was it like for you in the war? Wie war es denn für dich im Krieg? Tell me, I want to know. Erzähl mir das, ich möchte es wissen. You know. On one occasion, in einem Fall, I think it was maybe 1966, I don't know. Es war ungefähr 1966, could have been 67. Sicher, vielleicht auch 1967. No, I was out in a small advanced base out in the jungle. Ich war auf einer Basisstation irgendwo im Dschungel. There were 135 people there. Da waren 135 Menschen. Now I was a helicopter crew chief. Und ich war ein Helikopter Mannschaftsführer. So we were there as three helicopters. Und da waren drei Helikopter. They were gunships. They were there to provide support. Die waren bewaffnet und sie waren da, um Unterstützung zu bieten. At some point during the evening. Und an einem bestimmten Punkt an dem Abend. Somebody or a number of people who were on guard. Da war jemand oder eine Anzahl von Leuten, die unter Bewachung standen. Either fell asleep. Sind entweder eingeschlafen. Or passed out from taking drugs. Oder sind eben ohnmächtig geworden, weil sie Drogen genommen haben, also die Wächter. We were attacked. Wir wurden angegriffen. We were overrun. Wir sind überrannt worden. And 128 people died. Und 128 Menschen starben. Seven of us. Sieben von uns survived. Haben überlebt. Without being wounded. Ohne verletzt zu werden. The fighting was intense. Die Kämpfe waren ganz intensiv. Hand to hand. Hand zu Hand. Face to face. Gesicht zu Gesicht. But in the dark you couldn't see who was who. Aber im Dunkeln konntest du nicht sehen, wer jetzt wer ist. So to this day I wonder. Also da habe ich mich dann gewundert. Did I kill any of my own people? Habe ich vielleicht jemanden von meinen eigenen Leuten umgebracht? I don't know. Ich weiß das nicht. But I know that I killed people. Aber ich weiß, dass ich Menschen umgebracht with habe. These hands. Mit diesen Händen. After that event. Nach diesem Tag. I made two commitments. Habe ich zwei Entschlüsse gefasst. One. That I would never sleep again. Der eine war, dass ich nie wieder schlafen werde. Because the night wasn't safe. Denn die Nacht war nicht sicher. And the second commitment was. Und der zweite Entschluss. I would never again trust another human being with my safety. Dass ich niemals mehr einer anderen menschlichen Wesen trauen würde, was meine Sicherheit angeht. Now, in the introduction. In der Einführung gerade. The topic of inherited karma was brought up. Ist das Thema des geerbten Karmas aufgebracht worden? Oh. Wow. Looks like a mushroom.
Sieht wie ein Pilz aus. Sehr schön. You can't get that sound out of a mushroom. Also das Geräusch kann man jetzt aus dem Pilz nicht herausbekommen. Do you ever sit in the woods, you know, like, whoop. Wenn jemand im Wald sitzt und dann den Pilz anschaut. But see, now what can happen, you go into the woods. Aber was jetzt passieren kann, ihr geht jetzt in den Wald. Sit down in front of the mushroom. Setzt euch vor den Pilz. Pick up a little stick. Nimmt einen kleinen Stock. Go, boom. Und macht, boom. And you can hear this. Und dann könnt ihr das hier hören. Yeah. It's the way the mind works. Das ist wie der Geist arbeitet. Inherited karma. Also das geerbte Karma. The suffering that's passed on to us. From generation to generation. Das Leiden, was an uns weitergegeben wurde, über Generationen und Generationen hinaus. So how many of your parents and grandparents? Also wie viele eurer Eltern und Großeltern have made commitments like I made? Haben solche Entschlüsse gefasst wie ich? And how does it live in you today? Because it does. Und wie lebt das heute in dir? Denn das tut es. We want the world to be different. Wenn wir möchten, dass die Welt anders wird, then we need to wake up. Dann müssen wir aufwachen. To the roots of war and violence in us. Zu den Wurzeln der Gewalt in uns. To the seeds of suffering in us. Und den Wurzeln des Leidens in uns. Und when I came to Hamburg in 93. Als ich 1993 nach Hamburg kam. I was hosted by a friend here. War ich bei einem Freund untergebracht. Yes, whose parents lived right across the street. Und die Eltern lebten genau hier auf der anderen Straßenseite. Yes, I was staying in the apartment in Altona. Ich war in dem Apartment in Altona untergebracht. I sat up with my friend. Ich habe mich mit dem Freund oder der Freundin zusammengesetzt. Until she just couldn't do it anymore. Bis sie das nicht mehr machen konnte. Playing Mau Mau. Wir haben Mau Mau gespielt. And eating bread with Vita Mar. Und wir haben Brot mit Vita Mar gegessen. It was the most amazing stuff I'd never had. Es war das großartigste Zeug überhaupt, habe ich nie wieder gehabt. I think we played Mau Mau for 20 hours straight. Ich glaube, wir haben 20 Stunden gerade durch Mau Mau gespielt. It's all that I could do. Aber das war alles, was ich tun konnte. I couldn't do anything else. Ich konnte nichts anderes tun. I was so impacted by the experiences that I had in the Balkans. Ich war so beeinflusst von den Erfahrungen, die ich im Balkan gemacht hatte. And when she just couldn't play anymore. Und als sie dann einfach nicht mehr weiterspielen konnte. And she had to go to bed. Und sie ins Bett gehen musste. I left the apartment. Da habe ich das Apartment verlassen. And I walked the streets of Hamburg. Und ich bin die Straßen in Hamburg entlang gegangen. It was around Christmas. Es war so um die Weihnachtszeit. And it was cold. Und es war kalt. And fireworks. People were throwing fireworks. Und es wurden Feuerwerk abgeschossen. You know, and I would, when I heard the sound of the fireworks echoing in the street wave. Und als ich dieses Geräusch der Feuerwerkskörper hörte, wie es ein Echo in den Straßen entstand. I imagined living here during the war. Da habe ich mir vorgestellt, wie es gewesen sein muss, hier während des Krieges gelebt zu haben. It was alive for me. Es war ganz lebendig für mich. In ways that I could never have imagined before. Auf Arten und Weisen, die ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. I could see the buildings exploding. Ich konnte sehen, wie die Gebäude explodierten. As the bombs hit them. Als die Bomben sie getroffen haben. I could hear the people. Und ich konnte die Menschen weinen hören. It brought me so deeply in touch with this. Es hat mich so tief in Verbindung gebracht. My experience in the Balkans. Diese Erfahrung im Balkan. That experience. Diese Erfahrung. Lives in each and every one of us. Lebt in jedem einzelnen von uns. And if we want to really experience the transforming force of nonviolence. Wenn wir wirklich die transformierende Kraft der Gewaltlosigkeit erfahren möchten. It becomes incumbent upon each and every one of us. Und dann muss es für jeden einzelnen von uns to wake up. Zwingend sein, aufzuwachen. Healing is not forgetting. Heilung ist nicht das Vergeben. Healing is not getting over. Oder über etwas drüber wegzukommen. Healing is learning to live in a conscious relationship. Heilung bedeutet, in einer bewussten Beziehung zu leben. With the totality of my existence. Mit der Vollständigkeit meiner Existenz. Within me exist all past generations. In mir existieren alle vergangenen Generationen. As I heal, so wie ich heile, they heal. Heilen sie. Within me.
In mir exists the entire universe. Existiert das gesamte Universum. As I heal, so wie ich heile, the universe heals. Wird das Universum heilen. I never think about compassion. Ich denke niemals über Mitgefühl. I never think about peace. Oder über Frieden. I never consider these ideas. Ich beziehe diese Ideen, ziehe ich nie in Betracht. I make an effort to wake up. Ich bemühe mich zu erwachen. To the full experience of my life. Gegenüber der vollständigen Erfahrung meines Lebens. Knowing that it is also the full experience of all past generations. Dabei wissen, dass es auch die vollständige Erfahrung aller vergangenen Generationen ist. My father was a soldier in the Second War. Mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg. My grandfather a soldier in the First War. Mein Großvater war Soldat im Ersten Weltkrieg. My great-grandfather, mein Urgroßvater, a soldier in the war with Spain. War ein the US war with Spain. War ein Soldat im Krieg von Spanien und den USA. My great 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 grandfather. Mein Urgroßvater was a soldier in the US Civil War. War ein Soldat im zivilen Krieg in den USA. That's what I've been told. Das ist das, was mir gesagt worden ist. I don't really know that for sure. Ich weiß das aber nicht ganz sicher. And I was a soldier in Vietnam. Und ich war ein Soldat in Vietnam. As our parents were, we become. So wie unsere Eltern waren, so werden wir. It may not be exactly, look exactly the same. Es mag vielleicht nicht ganz genau gleich ausschauen. But as they are, we become. Aber so wie sie sind, so werden wir. And the whole point of spiritual practice. Der ganze Punkt der spirituellen Praxis is to wake up to that. Ist wirklich dem gegenüber aufzuwachen. To wake up to what we've inherited. Aufzuwachen, was wir geerbt haben. To see how it manifests itself in our daily life. Zu sehen, wie sich das in unserem täglichen Leben manifestiert. So through that disciplined practice. Und durch diese disziplinierte Praxis. That suffering becomes transformed. Wird dieses Leiden transformiert. My father died at the age of 53. Mein Vater ist im Alter von 53 Jahren gestorben. He died of alcoholism. Er ist am Alkoholismus Never verstorben. Once spoke a truth about his war experience. Und er hat nicht einmal die Wahrheit über seine Kriegserfahrungen berichtet. Somewhere in the 1990s. Und irgendwann in den 90er Jahren. The person who hosted me in Altoona. War die Person, die mich in Altona untergebracht hatte. Her father had been a soldier, a German soldier in the Second War. Ihr Vater war ein deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg. And he'd been a prisoner in the United States. Und er war in den Vereinigten Staaten im Gefängnis. For at least 3 years. Für zumindest 3 Jahre. Yeah. Something like that, right? Ungefähr yeah. I, when speaking with her, als ich mit ihr gesprochen habe, I suggested that she ask her father if he'd like to go back to the United States. Hatte ich ihr vorgeschlagen, dass sie ihren Vater fragen könnte, ob er nicht mal zurückgehen wollte. To visit the places where he had been in prison. In die Vereinigten Staaten, um die Orte zu besuchen, wo er im Gefängnis war. And that I would accompany him. Und dass ich ihn begleiten würde. Because you see, I'd already been back to Vietnam. Ich war schon selber in Vietnam gewesen. And there's a certain power in that. Und da ist eine besondere Kraft darin. In facing. Sich da auseinanderzusetzen. Because if we don't face, denn wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, then that which we don't face continues to run our lives. Ist das, womit wir uns nicht auseinandersetzen, unser Leben bestimmen wird. Regardless of what we think. Egal, was wir denken mögen. That when I invited her to do this, als ich sie dazu eingeladen hatte, das zu tun, I remember. Now, memory is a funny thing. Also die Erinnerung, das ist immer so eine Sache, ganz so, lustig. I'm giving you my memories. Also ich sag jetzt mal, ich spreche von meiner Erinnerung. They may not coincide with the memories of the other. Die mag vielleicht nicht ganz mit der Erinnerung der anderen Person übereinstimmen. So I don't hold them as absolute facts. Also ich will daran jetzt nicht absolut festhalten. But what I remember. Aber was ich erinnere. Is that the immediate reaction was resistance? Ist das die sofortige Reaktion erstmal Widerstand war? Yeah, the statement was, oh, my father would never want to do that. Und die Aussage war, also mein Vater würde das im Leben nicht machen wollen. And I just encouraged. Und ich habe aber ermutigt. I said, please, just ask. Ich habe gesagt, Mensch, frag doch einfach. And so we met in France. So this was in France. Wir haben uns in Frankreich getroffen, also das she war in Frankreich. Sie ist dann nach Hause gegangen. Asked her father. Hat ihren Vater gefragt. And discovered it was one of her father's deepest wishes. Und hat herausgefunden, dass es einer der tiefsten Wünsche ihres Vaters gewesen ist. And so a plan started to formulate. Und dann hat sich da ein Plan entwickelt.
But before he would come, he wanted to meet me. Aber bevor er natürlich jetzt kommen wollte, wollte er mich erstmal kennenlernen. And I said, before I meet him, und ich hatte gesagt, bevor wir uns treffen, I wanted him to write down his whole story. Möchte ich gerne, dass er seine gesamte Geschichte niederschreibt. And he did that. Und er hat das getan. Yeah. And so we met across the street. Dann haben wir uns hier gegenüber auf der anderen Straßenseite getroffen. We had this great cake. Und wir hatten diesen großartigen Kuchen. It was wonderful. Es war wunderbar. That was when I was when I looked different. Das war aber auch, wo ich ein bisschen anders ausgesehen hatte. I was a little bit bigger. Ich war etwas dicker. Yeah. And then father and daughter came to the US. Und dann sind Vater und Tochter in die USA gekommen. And we went back through the places. We went to the place where he had initially been brought in and processed as a prisoner. Und wir sind dann dorthin gegangen, wo er ursprünglich angekommen ist als Gefangener und dann weitergeleitet wurde. And I walked with him. Und ich bin mit ihm gegangen. We talked and we shared the stories. Wir haben gesprochen und unsere Geschichten geteilt. Then we visited the next place where he was sent. Und dann haben wir den nächsten Ort besucht, an den er gesandt wurde. Where he was held and then processed to be sent to his final camp. Wo er dann wieder sich aufgehalten hat und dann der Prozess weiterging, um in das nächste Camp geschickt zu werden. In this place, an diesem Ort, we had both served. Hatten wir beide gedient. He was a prisoner. Er als and I'd received military training in this very place. Er als Insasse und ich habe da eine Militärausbildung erhalten im selben Ort. 20 years later. 20 Jahre später. But I was, we were both there. Aber wir waren beide dort. And then we went to the place where he served the remainder of his imprisonment. Und dann sind wir noch an den nächsten Ort gegangen, wo er dann im Gefängnis war. And we spoke about these matters. Und darüber haben wir gesprochen. He talked about how he felt in the memories. Er hat darüber gesprochen, wie er sich gefühlt hat und über seine Erinnerungen. I remember walking outside of the hotel room, where, the motel room where we were staying. Ich erinnere mich daran, als wir aus dem Motel rausgegangen sind. And embracing him. Habe ich ihn umarmt. I was able to experience a sort of healing with him. Ich war in der Lage, eine Art von Heilung mit ihm zu erleben. And had the conversations with him. Und mit den Gesprächen, die ich mit ihm hatte. That I couldn't have with my own father. Die konnte ich nämlich nicht mit meinem eigenen Vater führen. You know, I was having these conversations with the enemy of my father. Ich hatte diese Gespräche mit dem Feind meines Vaters. When I say it, I just get chills. Wenn ich das sage, dann bekomme ich Gänsehaut. Chicken bumps, you know. Yes. Chicken skin. Yeah, yeah. It's the transforming force of non-violence. Und das ist die transformierende Kraft der Gewaltlosigkeit. Because of course, if I hold on to all of the ideas that I was conditioned to about you, denn natürlich, all wenn ich daran festhalten würde über die Konditioniertheit, das was ich konditioniert war zu denken über euch, I would never be here. Dann würde ich ja niemals hier sein. When I came here training as a soldier. Als ich hierher kam, um ausgebildet zu werden zum Soldaten. Because I experienced some very intensive training in Germany before going to Vietnam. Ich habe eine ganz intensive Trainingsphase hier in Deutschland gehabt, bevor ich nach Vietnam gegangen bin. I did not see Germans as human beings. Da habe ich Deutsche nicht als menschliche Wesen gesehen. I've been conditioned to dehumanize you. Ich bin dazu konditioniert worden, dich zu entmenschlichen. And I treated you like that. Und so habe ich euch auch behandelt. I stole from you. Ich habe von euch gestohlen. I destroyed your cars. Ich habe eure Autos zerstört. I ran you on your bicycles off the road and laughed. Habe euch von der Straße geschubst mit dem Fahrrad und habe über euch gelacht. This. Das. Is a legitimate magic mushroom. Ein legitimes magisches Pilz. Legitimer magischer Pilz. Yeah. Not the kind that messes with your head. Also nicht diese anderen Pilze. But the kind that brings you back to the present moment. Aber die einen in den Moment zurückbringen. So I want to say something to you. Ich möchte gerne etwas sagen. I can't sit down with you. Ich kann jetzt nicht mehr sitzen bleiben. For all of the harm. Für all den Schaden. That I've ever caused you. Den ich euch jemals verursacht habe. In my thoughts. In meinen Gedanken. My speech. Meiner Sprache. And my actions. Und meinen Handlungen. I apologize to you. Dafür entschuldige ich mich bei dir. And I make a commitment to you. Und ich vergebe ein Versprechen. To never do these things again. Diese Dinge nie wieder zu tun. For all of the harm. Für all den Schaden. That I've ever caused you. Den ich jemals verursacht habe. And my thoughts, speech,
and action. In meinen Gedanken, Sprache und der Handlung. I apologize to you. Entschuldige ich mich bei euch. And I make the commitment to you. Und ich gehe die Verpflichtung ein, to never do those things again. Diese Dinge nie wieder zu tun. For all of the harm, für all den Schaden, that I have ever caused you. Den ich dir jemals zugefügt habe. Through my thoughts, durch meine Gedanken, my speech, meine Sprache or my actions. Und meine Handlungen. I apologize to you. Entschuldige ich mich bei euch. And I make the commitment, und ich fasse den Entschluss, to never do those things again. Diese Dinge nie wieder zu tun. And I'm unwavering in this commitment. Und da bin ich unerschütterlich in diesem Entschluss. And still, und trotzdem, we cannot dismiss, wir können das nicht verleugnen, the importance of our experiences, oder ignorieren die Wichtigkeit unserer Erfahrungen, and the power of revealing them, und die Kraft, diese hervorzubringen. Because if it's that which we do not speak about. Denn es ist genau das, worüber wir nicht sprechen. It's that which we do not write about. Es ist das, worüber wir nicht schreiben. That continues to run our lives. Was unser Leben beeinträchtigt. We want the world to be different. Wenn wir wollen, dass die Welt anders wird, then we have to live differently. Dann müssen wir anders leben. We want to see peace in the world. Wenn wir Frieden in der Welt sehen wollen, then we must give up our ideas of what peace is, dann müssen wir unsere Ideen und Vorstellungen davon, was Frieden sein könnte, and focus wholeheartedly on awakening, aufgeben und aus ganzem Herzen gegenüber dem auf das Erwachen uns fokussieren. Awakening to the karma which we have inherited. Das Erwachen gegenüber dem Karma, das wir geerbt haben. Through all those past generations. Von all diesen vergangenen Generationen. And through the collective consciousness of which we are a part. Und von dem kollektiven Bewusstsein, von dem wir ein Teil sind. Because as we are, the world becomes. Denn so wie wir sind, so wird die Welt werden. It's not our job to change the world. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu verändern. This is like attempting to bail out the Titanic with a thimble. Das wäre jetzt der Versuch, die Titanic. A thimble, you know this. I don't know what you call it for swimming. These little round things. Also das Wasser auszuschöpfen, als die Titanic sank. Yeah. Mit einem Fingerhut. Danke. What we can do, however. Aber was wir tun können. Is we can transform our suffering. Ist, dass wir unser Leiden transformieren können. And as we become. Und so wie wir werden. So does the world. So wird die Welt. Peace is not a political process. Frieden ist kein politischer Prozess. Politics may be part of it. Politik ist ein Teil davon. But peace is not a political process. Aber Frieden ist kein politischer Prozess. Peace is a manifestation of how we are in the world. Friede ist eine Manifestation, wie wir in der Welt sind. Until 1984. Bis 1984. I carried a gun everywhere. Habe ich überall eine Waffe mit hingenommen. 1980. I started a process of attempting to work with these twists of character that I was living with. Habe ich einen Prozess begonnen, mit diesen unterschiedlichen Charakteren, die ich erlebt habe, zu arbeiten. So I entered into therapy with a psychiatrist. Ich bin dann in Therapie mit einem Psychiater gegangen. And I would come to these therapy meetings. Ich bin dann zu diesen Therapiestunden gekommen. Carrying a gun. Und habe eine Waffe dabei gehabt. And he didn't know it. Und er hat das nicht gewusst. For 4 years. 4 Jahre lang. I met with him once a week. Ich habe einmal die Woche habe ich mich mit ihm getroffen. Or thereabouts. Or like that. I ungefähr don't know. Einmal. Carrying a gun. Und ich habe die Waffe dabei gehabt. And I would use it. Und ich hätte sie benutzt. That's what guns are for. Denn dafür sind Waffen ja da. Guns are not defensive. Die sind nicht zur Verteidigung gedacht. Killing is never defensive. Das Töten ist niemals eine Verteidigung. Violence is never defensive. Gewalt ist niemals Verteidigung. Killing only gets more killing. Töten wird nur mehr Töten hervorrufen. Violence only gets more violence. Gewalt nur mehr Gewalt. Anger only gets more anger. Wut nur weitere Wut. Hatred only gets more hatred. Hass wird mehr Hass erzeugen. Greed only gets more greed. Und die Gier mehr Gier. If we want the world to be different, wenn wir wollen, dass die Welt anders wird, we need to wake up. Dann müssen wir erwachen. To the roots of war, violence, anger, hatred and greed in us. Gegenüber den Wurzeln von Gewalt, Hass,
Wut in uns. And with the unwavering commitment. Und mit dem unerschütterlichen Entschluss. To look deeply into this suffering. Tief in das Leiden hineinzuschauen. It's through this process that transformation takes place. Und durch diesen Prozess, da findet Transformation statt. The psychiatrist didn't heal me. Der Psychiater hat mich nicht geheilt. Buddhist monk didn't heal me. Der buddhistische Mönch hat mich nicht geheilt. The other Buddhist monk didn't heal me. Der andere buddhistische Mönch hat mich nicht geheilt. You know, through their lives they point in a direction. Durch ihre Leben zeigen sie in eine Richtung. What I do with that is my responsibility. Was ich damit tue, ist meine Verantwortung. I've had enough. Ich hatte genug. The suffering stops here. Das Leiden hört hier auf. My commitment is to bring an end to all war in my lifetime. Meine Verpflichtung ist, allen Kriegen ein Ende zu setzen in meiner Lebenszeit. That is within reach. Und das ist erreichbar. We can do that. Das können wir tun. In front of all my hopelessness. In Angesicht all meiner Hoffnungslosigkeit. It can be done. Kann das geschehen. If we're willing to wake up. Wenn wir bereit sind, aufzuwachen. But to do that, it's important to understand. Aber dies zu tun, dafür ist es ganz wichtig zu verstehen, that our ideas of helping, dass unsere Vorstellungen des Helfens, can be some of the most severe forms of violence. Auch eine der ernsthaftesten Formen von Gewalt sein kann. Our ideas and compassion, our ideas of peace and compassion, unsere Vorstellungen von Frieden und Mitgefühl, can be some of the most abhorrent forms of violence. Können auch die stärkste Form von Gewalt sein. Our ideas of helping, unsere Ideen bezüglich des Helfens, can be outright dangerous, können unglaublich gefährlich sein. Without a disciplined spiritual practice rooted in self-reflection, ohne eine disziplinierte spirituelle Praxis, die in der Selbstreflexion verwurzelt ist. Engaged in an active program of study of gaining information, sich dann auf ein ganz bestimmtes Studium einlassen und Informationen zu sammeln. Having a community facilitated by an authentic teacher. Und eine Gemeinschaft zu haben, die von einem authentischen Lehrer oder Lehrerin angeleitet who can wird. Help to, shine a light on the path. Die dabei helfen können, ein Licht auf dem Weg scheinen zu lassen. As we are, the world becomes. So wie wir sind, so wird die Welt werden. My father's enemy, die Feinde meines Vaters, became my father. Wurden mein Vater. And provided me an opportunity, und haben mir eine Gelegenheit gegeben, for healing and transformation that I didn't have with my own father. Heilung und Transformation zu erleben, wie ich es nicht mit meinem Vater hatte. So what are you willing to do? Also was seid ihr bereit zu tun? This is the point. Darum geht es. What are you willing to do to wake up? Was bist du bereit zu tun, um zu erwachen? If we hesitate the slightest, wenn wir da auch nur leicht zögern, if we have any reservations at all, wenn wir da irgendwelche Vorbehalte haben, it won't happen. Dann wird das nicht passieren. What are you willing to do? Also was seid ihr bereit zu tun? And how can I help? Und wie kann ich dabei helfen? I mean, that's why I wear robes. Darum trage ich die Roben. I wear robes, ich trage Roben, so that you understand, so that as a sign of my commitment to serve Buddha. Als ein Zeichen meiner Verpflichtung, Buddha zu dienen. But Buddha is not one of these guys. Aber Buddha ist jetzt keiner von diesen Leuten da. These guys are not other than Buddha. Denn auch die sind nicht anders als Buddha. But each and every one of you. Aber jeder einzelne von euch are Buddha. Ist Buddha. And my commitment is to be of service to you. Also es ist meine Verpflichtung, euch zu dienen. That's why I wear the robes. Darum trage ich die Roben. Yeah. And also they're supportive. Und sie sind auch unterstützend. They provide me a container. Sie geben mir einen Behälter. You know, that reminds me. Der mich daran erinnert. As I am. So wie ich bin. It reflects on the entire spectrum of Buddhism. Das reflektiert auf das gesamte Spektrum des Buddhismus. The places that I go, the things that I do. Die Orte, an die ich gehe und die Dinge, die ich tue. I might be the only contact that people ever have with Buddhism. Vielleicht bin ich der einzige Kontakt, den Menschen jemals mit dem Buddhismus haben. Now imagine. Stellt euch das vor. If I was in Preston, Indiana. Wenn ich jetzt in Preston in Indiana wäre. A town of 850 people. Eine Stadt von 850 Menschen.
And I was sitting in the middle of town. Und ich würde da mitten in der Stadt sitzen. Drunk. Betrunken. And then chasing all their girls around. Und dann werden da all die Frauen gejagt. And their guys. Und die Männer. Wanting to fight. Und die wollen dann kämpfen. You know, want to go out and shoot their cows. Die wollen dann irgendwie die Kühe erschießen. You know, turn the pigs loose. Oder die Schweine loslassen. You know? Now, dressed in robes. In Roben. What kind of an impression would that leave? Also, was für einen Eindruck würde das denn hinterlassen? And what sort of turning of the wheel of karma would that be? Und was würde das dann ein Drehen des Dharma-Rades bedeuten? So, living a life that's guided by precepts. Also ein Leben zu leben, das von den Richtlinien angeleitet wird. And by an unwavering commitment to wake up. Und einen unerschütterlichen Entschluss dem Erwachen gegenüber. The desire to live differently. Der Wunsch, anders zu leben. Carries with it an immeasurable power. Trägt eine unermessliche Kraft mit sich. You know, I'm still the murderer. Ich bin noch immer der Mörder. I'm still the soldier. Ich bin noch immer der Soldat. I'm still all of those things. Ich bin noch immer all diese Dinge. But I don't have to act them out. Aber ich muss sie nicht mehr ausagieren. You know, in Buddhist iconography, there's the story of Angulimala. Also in der buddhistischen Geschichte, da gibt's die Geschichte. Angulimala. Angulimana. Yeah, if you don't know it, then you have a chance to do some research. Also wenn ihr das jetzt nicht kennt, dann könnt ihr da einige Nachforschungen anstellen. Yeah, you know, you can go on the computer, you can Google them. Ihr könnt am Computer gucken und mal das Wort googeln. Or you can Bing him. Oder Bing benutzen. Yeah. And you'll get information. Und da bekommt man dann Informationen. There's also Milarepa. Da gibt's auch Milarepa. Look at the foundations of their lives. Schaut auf die Grundlage ihrer Leben. Look at where their inherited karma brought them. Schaut, wo deren geerbtes Karma sie hingeführt hat. What they were able to do with that. Und was sie in der Lage waren, damit zu tun. As a result of a disciplined practice. Als Ergebnis einer disziplinierten Praxis. As you are. So wie du bist. The world becomes. Wird die Welt werden. As we are. So wie wir sind. The world becomes. Wird die Welt werden. If we want the world to be different. Wenn wir wollen, dass die Welt anders wird. What are we willing to do? Was sind wir willens zu tun? And how can I help? Und wie kann ich dabei helfen? That's why I wear these robes. Darum trage ich diese Roben. These robes actually helped me a lot. Und tatsächlich helfen mir die Roben sehr. They kept me from throwing a 17-year-old Swiss boy off a train. Die haben mich davon abgehalten, einen 17-jährigen Schweizer Jungen aus dem Zug zu werfen. That's another story. Das ist eine andere Geschichte. But can you imagine? Aber könnt ihr euch vorstellen? This is what my brain did. Das ist, was mein Gehirn getan And hat. This is the power of one breath. Das ist die Kraft eines Atemzuges. Followed by one breath. Gefolgt von einem Atemzug. Because you see, that is the foundation of life. Denn das ist die Grundlage des Lebens. One breath followed by one breath. Ein Atemzug gefolgt von einem anderen Atemzug. So when strong feelings arise, also wenn starke Gefühle aufkommen, my thoughts start to race. Dann fangen meine Gedanken an zu rennen. Like this bell ringing. So wie diese Glocke And when erklingt. This bell invites me back to my breath. Die Glocke, die lädt mich ein, zurück zu meinem Atem zu kommen. Then through practice I discovered that this bell has 10,000 different forms. Und durch die Praxis entdecke ich, dass diese Glocke 10,000 keeping me in constant contact with my breath. Unterschiedliche Formen hat und mich ständig im Kontakt zu meinem Atem hält. So by not acting on my initial impulse with this young 17-year-old. Also dadurch, dass ich halt nicht direkt reagieren musste mit diesem 17-jährigen Jungen. The next thought was, da war dann der nächste Gedanke. And how would that look in the newspaper? Wie würde das in der Zeitung aussehen? Zen monk throws Swiss boy to death off train. Zen Mönch hat einen Schweizer Jungen aus dem Zug geworfen und er ist gestorben. You know, you could see it now. I could see it now. Ich kann das jetzt sehen. In the Bild Zeitung. In der Bild Zeitung. No, Sekte, Sekte, Sekte. Sekte. Yeah. No, no. As I am, so wie ich bin, so is Buddhism. So ist der Buddhismus. I can't speak for Buddhism. Ich kann nicht für den Buddhismus sprechen. But the people out there don't make any differentiation. Aber die Leute dort draußen treffen da keine Unterscheidung. As we are, the world becomes. So wie wir sind, wird die Welt werden. The point of practice is awakening. Und der Punkt der Praxis ist das Erwachen. Sometimes I wish I could bring you inside of my skin.
Manchmal wünschte ich, ich könnte euch in meine Haut hineinführen. So that you could feel what I feel. So dass ihr fühlen könntet, was ich fühle. You could remember what I remember. Dass ihr das erinnern könntet, was ich erinnere. You could know what I know. Dass ihr wissen könntet, was ich weiß. Then you would understand. Dann würdet ihr verstehen. The incredible transforming force of nonviolence. Diesen unglaublich transformierende Kraft der Gewaltlosigkeit. Nonviolence is not as pacifism. Und Gewaltlosigkeit hat nichts mit Pazifismus zu tun. I'm talking about active nonviolence. Ich spreche von aktiver Gewaltlosigkeit. You break in my house? Wenn ihr in mein Haus einbrecht? You steal my, well, I can't say steal. I don't have a house and I don't have stuff. If you break into my house, you steal my stuff? Also so kann ich es jetzt auch nicht sagen, weil ich habe das nicht. Aber würdet ihr in das Haus einbrechen und meine Sachen klauen? You know, I'm just not gonna bow. I'll bow. Ja, dann würde ich mich verneigen. After I've dialed the police on my handy. Nachdem ich mit meinem Handy die Polizei angerufen hätte. I am a 21st century monk. Ich bin ein Mönch des 21. Jahrhunderts. I have a handy. Ich habe ein Handy. I have a laptop. Ich habe einen Laptop. They are donated. Die sind gespendet and the larger community pays for them. Und die größere Gemeinschaft zahlt dafür. But I have them. Aber ich habe they give me access to a wider community. Denn es gibt mir einen Zugang zu der weiteren Gemeinschaft. But don't mistake nonviolence for pacifism. Aber bitte verstehe das nicht falsch. And if you really want to know the spirit, you want to really taste the spirit of pacifism. Und Pazifismus. I mean of nonviolence, active nonviolence. Wirklich diese aktive Gewaltlosigkeit erfahren wollt. Then please read the story of the Rosenstraße. Dann lest bitte die Geschichte der Rosenstraße. If you don't know it. Wenn ihr die nicht kennt, please educate yourself. Dann bildet euch da bitte weiter. It's one of the most powerful experiences of active nonviolence I've ever read. Eine der kraftvollsten Erfahrungen der aktiven Gewaltlosigkeit, die ich jemals erfahren habe. A non-predetermined action. Also eine nicht vorhersehbare Aktion oder Handlung. That perhaps saved the lives of tens of thousands of people. Die vielleicht das Leben von Zehntausenden von Menschen gerettet hat. Grew. Die ist dort gewachsen. Out of the unselfish actions of a few people. Aus der selbstlosen Handlung von einigen wenigen Menschen. During the Second War in Berlin. Während des Zweiten Weltkriegs in Berlin. If you don't know it, read about it. Wenn ihr die nicht kennt, lest darüber. It's an incredible moving piece of your history. Es ist ein unglaublich bewegender Teil eurer Geschichte. The transforming force of nonviolence. Die transformierende Kraft der Gewaltlosigkeit. Yeah. Without a disciplined spiritual practice, ohne eine disziplinierte spirituelle Praxis, all of my ideas of things, alle Vorstellungen led von me Dingen, to, led me to dehumanize you, die haben mich dazu gebracht, euch zu entmenschlichen, to objectify you, euch als Objekte zu betrachten. We must come to a place of knowing beyond intellect. Wir müssen zu einem Verständnis jenseits des Intellekts gelangen. And we can't think ourselves there. Und wir können uns da nicht hineindenken. So if I can support you in that process. Also wenn ich euch in dem Prozess unterstützen kann, let me. Dann lasst mich das use these places. Nutzt diese Orte as the instruments they are intended to be. Als die Instrumente, die sie sein sollen. Instruments of awakening. Instrumente des Erwachens. The stories never grow old. Die Geschichten, die werden nie alt werden. And they are never the same. Und sie sind auch nie dieselben. And they need to be told. Und sie müssen erzählt werden. Over and over and over. Immer und immer wieder. But enough from me. Aber erstmal genug von meiner Seite. Now I'm going to open it up for your questions. Ich würde das gerne für eure Fragen öffnen. Now you can ask me any question you want. Ihr könnt mir jede Frage stellen, die ihr stellen just möchtet. Providing that it is a question. Vorausgesetzt, dass es auch eine Frage ist. And not a statement. Und keine Aussage. This is not an opportunity for you to give a co-lecture. Ist jetzt nicht die Gelegenheit, einen Gegenvortrag zu halten. If you want to give a lecture, wenn ihr einen Vortrag halten möchtet, you can come up to the nun. Dann könnt ihr euch an die Nonnen wenden. You can probably rent the hall and print out some flyers. Ihr könnt vielleicht hier irgendwie was anmieten und then you can have the space. Flyer verteilen und ihr könnt diesen Ort dann haben. But tonight, aber heute is not your night. Ist nicht deine Nacht. So, you can ask any question you want. Nothing's out of bounds. Also du kannst jede Frage stellen, die du möchtest. Da ist nichts unangemessen. Providing that it is a question. Vorausgesetzt, es ist eine Frage. 14 words or less. 14 Worte oder weniger. Really, I'm counting. Wirklich, ich zähle. Okay, and just speak up. Laut sprechen. I'm
That's more than 14 words. Do you still have symptoms of post-traumatic stress and wie das erscheint oder ob er durch seine Praxis, die er gemacht hat, noch Symptome hat? And if you still have it through the practice you did, but if you still have it. Yeah, sure. Absolutely. Yeah, natürlich. Yeah, and it's because of practice. Und es ist wegen der Praxis, that I'm able to live with the reality. Dass ich in der Lage bin, mit der Realität, you know, the real cost of war. Die wirklich, der wirkliche Preis des never Krieges ever goes away. Geht niemals vorbei. And if somebody sells you something that says it'll go away, wenn euch jemand das so verkauft, dass das weggehen könnte, then please bow to them. Dann verneigt euch bitte vor denen. And go have a tea. Und hab irgendwo eine Tasse Tee. Because the real truth is that it never goes away. Denn die wirkliche Realität ist, dass this is the great myth about healing. Das ist der große Mythos der Heilung, die Heilung. The idea that healing is the absence of suffering. Die Idee, dass Heilung die Abwesenheit von Leiden wäre. This stuff never goes away. Dieses Zeug geht niemals how we live with it, this is the point. Wie wir aber damit leben, darum geht es. And so to live with what is called post-traumatic stress. Also damit zu leben, was posttraumatischer Stress genannt wird. This is the point. Darum geht es. And this is one tool that's been incredibly helpful to me. Das ist ein Werkzeug, was unglaublich hilfreich für mich gewesen ist. That and revealing. Das und das sich lösen. It's talking. Also das Sprechen darüber. Yeah? Not protecting my listeners. Also das Eröffnen und das einfach nicht and telling the stories again and again and again. Beschützen und die Geschichten immer und immer wieder zu erzählen. Yes. Question. Fragen. How did you learn to talk? I think, yeah. Wie hast du gelernt zu sprechen? Yeah. About your trauma situation. Über das Trauma. I'm glad you clarified that. Ich bin froh, dass du das nochmal klargestellt hast, die Frage. Because of course what I was going to answer denn was ich natürlich jetzt sagen wollte, was what my parents taught me. Meine Eltern haben mir das beigebracht. Yes. You know, there wasn't a formula. Also es gibt da kein bestimmtes Formular für. It was just, I just started talking. Ich habe einfach mit dem Sprechen angefangen. You know, and as I talked, und wenn ich spreche, the story would unfold. Dann entfaltet sich die Geschichte. So through the talking, I also learned the story. Also durch das Sprechen habe ich auch die Geschichte kennengelernt. Because the first adventures into telling the truth. Denn diese ersten Erfahrungen, wirklich über die Wahrheit zu sprechen. I was still very guarded and protected. Da war ich sehr geschützt oder bewacht. But that which I hang on to. Also da, wo ich dran festhalte. Holds me prisoner. Das hält mich gefangen. Keeps me trapped. Das hält mich. And the way Mara will talk to us. Und auf diese Art wird Mara zu uns sprechen. Now, Mara is one of those Buddhistic terms I don't often use. Also Mara ist so ein buddhistischer Begriff, den ich nicht häufig verwende. Mara is a symbol for our suffering. Mara ist ein Symbol für das Leiden. The seduction of our suffering. Die Versuchung unseres Leidens. And our suffering will tell us. Und unser Leiden wird uns sagen. Oh man, you can't talk about that stuff. Mann, darüber kannst du auf keinen Fall sprechen. You know, I mean, that's really too much. Das ist echt zu viel. No, you can't go there. Du kannst da nicht hin. That's too big. It'll hurt you. Ist zu groß. Es wird dich verletzen. Who wants to listen? Who cares? Und wer will da zuhören? Wen kümmert das schon? You know, in the United States today. Also weißt du, in den Vereinigten Staaten heute. This current crop of soldiers coming back from Iraq and Afghanistan. Also die Soldaten, die jetzt gerade aus dem Irak und Afghanistan zurückkehren. Another soldier kills themselves. Wenn dann ein Soldat sich selbst umbringt. Every 80 minutes. Also alle 80 Minuten bringt sich ein Soldat um. Because they don't talk. Weil sie nicht sprechen. And they don't talk. Und sie sprechen nicht. Because people won't listen. Weil niemand zuhören will. People won't listen. Das hört niemand zu. Because they don't want to feel. Weil die nicht fühlen möchten. They don't want to feel what rises up in them. They don't want to hear the thoughts. Sie möchten das nicht miterleben, was für Gefühle aufsteigen oder den Gedanken zuzuhören. We want to believe that we're different. Wir wollen nämlich glauben, dass wir anders wären. It healing only comes. Aber Heilung entsteht nur dann through awareness. Durch Bewusstsein. Awareness only comes through revealing. Bewusstsein kommt nur, wenn sie ans Licht gefördert wird. If we want the world to be different. Wenn wir wollen, dass die Welt anders wird. What are we willing to do? Was sind wir bereit dafür zu tun? That's the point. Darum geht es. Question. Fragen. Question. Ask me.
Can do you also speak German? Yeah, I do. Okay, so you can ask in English and then say it in German, please. Yeah. I was talking to a friend recently about President Assad in Syria, and he felt that if you took that one person... Now, 14 words now, 14 words. By taking one person's life, can you save thousands of others? Also, wenn man ein Leben nimmt, kann man dann tausende andere Leben retten. This is a rhetorical question. Das ist eine rhetorische Frage. Yes. And it's used as a justification. Und sie wird als Rechtfertigung genutzt. And by taking the life of one person, dadurch, dass ich das Leben einer Person nehme, you only keep alive the cycle of suffering. Halte ich die Kreisläufe des Leidens am Leben. Killing only gets more killing. Töten wird nur mehr Töten erzeugen. The second war. Der Zweite Weltkrieg. One of the arguments to defend the second war. Ein Argument dafür, den Zweiten Weltkrieg zu verteidigen. Is that the second war brought an end to the Holocaust? Ist, dass der Zweite Weltkrieg ein Ende, dem Holocaust ein Ende brachte. And while it's true that the Holocaust in Europe ended with the second war. Und obwohl es wahr ist, dass der Holocaust in Europa mit dem Zweiten Weltkrieg beendet wurde. Well, sort of. So irgendwie. Did Holocaust end? Aber endete Did Holocaust? Did genocide end? Dieser Völkermord. Hörte der Völkermord auf? And it didn't. Und das ist nicht it continues geschehen. Today. Es findet immer noch heute statt. Violence is not a solution. Gewalt ist keine Lösung. Not ever. Niemals. Violence is never defensive. Gewalt ist niemals Verteidigung. Yeah. Kein Problem. Dankeschön. Question. Fragen. Where were you stationed in Germany? Most of my time was in the forest and things. Die meiste Zeit war in den Wäldern. But I was in Neu-Ulm. Aber ich war in Neu-Ulm. In Göppingen. No. In Grafenwöhr. Grafenwöhr and Hohensfeld, to name a few places. Das sind die Namen einiger Orte. But some of the places I don't know where I was. Aber bei manchen Orten, da wusste ich auch gar nicht, they wo were ich only war. Map coordinates. Das waren einfach nur Koordinaten auf einer Mappe. Yes. Karte. Danke. Yeah. Question. Fragen. Ich würde gerne wissen, also soweit ich weiß, sind Sie von Thich Nhat Hanh eingeladen worden vor einigen Jahrzehnten. Also wait, 14 words, remember, 14. Und ich würde gerne wissen, wie das damals für Sie war, weil es war ja eigentlich ein Film der Feind. I would like to know how it was for you, because this was somehow the enemy. No, it's not somehow. Nicht irgendwie. They were. Das waren sie. Because you see in Vietnam. Denn in Vietnam... Everyone was the enemy. War jeder der Feind. Like when you create an enemy, wenn du einen Feind erschaffst, there is no discrimination. Dann gibt's da keine Unterscheidung mehr. Everyone is the enemy. Jeder ist der Feind. I was invited in 1990. I was encouraged to come to Plum Village. 1990 wurde ich dazu ermutigt, nach Plum Village zu gehen. By the assistant of Thich Nhat Hanh. Von der Assistentin Thich Nhat Hanhs. And I went. Und ich bin gegangen. But it wasn't an easy process for me. Aber das war kein einfacher Gang für mich. When I was first invited, als ich das erste Mal eingeladen wurde, the invitation took place like this. Fand die Einladung so statt wie so. The assistant said to me, die Assistentin hat zu mir gesagt, come to our monastery. Komm doch in unser Kloster. Let us help you. Und lass uns dir helfen. We can help you. Wir können dir helfen. Now, what I didn't know until that moment, was ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst habe, was that I was desperate to hear somebody say that to me. Dass ich ganz verzweifelt war, dass jemand das genau zu mir sagte. And nobody in my own country ever did. In meinem eigenen Land hat das niemals jemand getan. And I burst into tears. Und ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen. About 45 minutes after I said, okay, I'll come.
Ungefähr 45 Minuten, nachdem ich gesagt habe, okay, ich werde kommen. I said I would like to come. Also ich habe gesagt, ja, ich würde gerne kommen. But I don't have enough money. Aber ich habe nicht genug Geld. Because it was true, I couldn't hold a job. Denn tatsächlich konnte ich keinen Beruf behalten. I'm challenged when it comes to authority. Es ist für mich sehr herausfordernd, wenn es so um Autoritäten geht. It hasn't changed much. Und das hat sich noch nicht besonders I just deal with the transforming force of non-violence. Aber die transformierende Kraft der Gewaltlosigkeit enables me to work a bit differently with those challenges. Ermöglicht es mir jetzt ein bisschen anders mit diesen Herausforderungen zu arbeiten. Okay. And the nun said, just come. Die Nonne sagte, komm einfach. Don't worry about the money, just say you'll come. Mach dir keine Sorgen bezüglich des Geldes. And so I said, oh, okay, I'll come. Ich habe dann gesagt, because I thought, yeah, I'll never come, you know. Ich habe gedacht, ich gehe eh nicht hin. 45 minutes after I agreed. 45 Minuten nachdem ich zugestimmt hatte. I was assaulted by the most incredible thoughts and visions and feelings. Wurde ich wirklich bestürmt von den unglaublichsten Gedanken, Gefühlen und what my mind began to tell me. Was mein Geist anfing mir zu erzählen. Was that the only reason they wanted me to come there. War das der einzige Grund, weshalb die wollten, dass ich dorthin komme? Was that when I got there. Dass wenn ich dort ankomme, they were going to take me prisoner. Dann würden sie mich gefangen nehmen. Lock me up in a cage. Mich einschließen in einer Zelle. Put me on trial for war crimes. Und mich dann für die Kriegsverbrechen vor Gericht bringen würden. And either kill me. Und mich entweder töten würden. Or keep me prisoner for the rest of my life. Oder mich für den Rest meines Lebens im Gefängnis behalten. And it felt absolutely real. Und es fühlte sich vollkommen real an. See, that's the power of the mind. Das ist die Kraft des Geistes. So be careful what you think. Also sei vorsichtig, was du denkst. Please understand, all systems of thought are only guiding means. Bitte verstehe, dass alle Gedankensysteme nur anleitende Mittel sind. They're not absolute facts. Sie sind nicht die absolute Wahrheit. We depend too heavily on the intellect. Wir machen uns da zu sehr abhängig von unserem Intellekt. We believe our ideas and thoughts to be absolute. Wir glauben, dass unsere Ideen und Gedanken absolut wären. So so in front of all these thoughts. Also and the feelings of fear that accompanied them. Vor all diesen Gedanken und vor allem die Angst, die das begleitet hat. I just made the decision. Habe ich die Entscheidung getroffen. I said, you know, I'm going. Ich habe gesagt, ich gehe dahin. If it happens, it happens. Wenn das passiert, dann passiert es. Maybe my suffering will be just finished. Dann wird vielleicht mein Leiden beendet sein. And then I came to some peace with that. Und ich habe da etwas Frieden mitgemacht. And then envelopes started to arrive in the mail. Dann kamen Umschläge bei mir im Briefkasten an. People started sending me money. Und die Leute haben angefangen, mir Geld zu schicken. To buy a plane ticket. Damit ich ein Flugticket kaufen kann. You see the retreat where I met Thich Nhat Hanh? Und schau, das Retreat, bei dem ich Thich Nhat Hanh getroffen habe. Was a retreat with other soldiers. Das war ein Retreat mit anderen Soldaten. And they were the ones sending me the money. Und das waren die, die mir das Geld I don't know how geschickt they heard haben. That I would been invited. Ich weiß nicht, wie die das mitbekommen haben, dass ich eingeladen wurde, aber sie haben mir Geld geschickt. $10, $25. And pretty soon I had enough for a ticket. Und ziemlich schnell hatte ich genug für ein Ticket. See, then I had a decision to make. Und da musste ich dann aber eine Entscheidung treffen. Do I buy the ticket? Werde ich jetzt das Ticket kaufen? Or do I go someplace? Oder gehe ich damit irgendwo hin? Or I just disappear? Und verschwinde einfach. But see, then the voice of awareness. Aber die Stimme des Bewusstseins it said to me, hat mir gesagt, no matter wherever, no matter where you go, wo auch immer du hingehen magst, there you are. Da bist du. I knew the truth of that. Ich wusste von der Wahrheit dessen. So I bought the ticket and I went. Also habe ich das Ticket gekauft und ich and bin gegangen. Arrived, und als ich dort as ankam, the plane was getting to touch down in Paris, als das Flugzeug dann in Paris begann zu landen, my mind started again. Da fing mein Geist wieder an. Because it was agreed that the brother of Thich Nhat Hanh's assistant, this nun, would meet me at the airport. Denn es gab da die Vereinbarung, dass der Bruder der Nonne von Thich Nhat Hanh mich dort treffen würde. It's gonna happen here.
Und ich dachte, das wird jetzt hier passieren. You know, I'm going to walk through the, I'm going to walk out into the entry hall. Ich werde da durch den Eingangsbereich gehen. And they're going to gun me down. Und dann werden die mich mit der Waffe niederhalten. Now, I was just convinced. Ich war davon überzeugt. Because I've had these experiences. Denn ich habe diese Erfahrungen gemacht. You know, I was shot by people who look like monks, who dressed like monks. Ich bin angeschossen worden von Menschen, die aussahen wie Mönche. Shaved head, saffron robes. Sie hatten den Kopf rasiert und sie haben Safranroben getragen. Yeah. When I came through the information, they had a sign with my name. Aber als ich dann da durch die Information durchkam, da gab es irgendwo ein Zeichen, ein Schild mit meinem Namen drauf. And they offered me chocolate cookies. Und sie haben mir Schokoladenkekse angeboten. And then they took me out of the car. Und dann haben sie mich ins Auto gebracht. And they said, oh, before we get you to the train station, we gotta make a stop. Und sie sagten dann, bevor wir jetzt zum Bahnhof gehen, dann werden wir nochmal anhalten. It was just all food for my mind. Und das war alles wieder Nahrung für meinen Geist. See, and I didn't have much of a practice at that time. Ich hatte dann noch nicht viel Praxis zu dem Zeitpunkt, ein bisschen. But I had enough. Aber ich hatte genug. To just like go well, whatever. Einfach zu sagen, naja, mal gucken. Just keep going. Ich gehe weiter. No sense to stop now. Das macht jetzt auch keinen Sinn, hier aufzuhören. Boy, I tell you, I was so scared. Ich hatte so viel Angst. And it didn't stop. My mind didn't stop. Und mein Geist hat nicht aufgehört damit. For the first year and a half, I was there. Für die ersten anderthalb Jahre, die ich my dort mind war. Wouldn't stop with this mein thing. Geist hat damit nicht aufgehört. And it began to stop a bit. Dann fing es langsam an, just a bit. Ein bisschen aufzuhören. I still have voices there. Aber die Stimme ist immer noch da. I know it. Ich kenne sie. That's why this a disciplined practice is so critical. Darum ist eine disziplinierte Praxis so entscheidend. Question. Fragen. Yes, please. Was verstehen Sie unter Heilung? What do you understand what healing is? Well, I've already said. Ich habe schon gesagt. I will repeat what I've said. Ich werde noch mal wiederholen, was ich gesagt hatte. Sort of traditional image of healing. Also das ganz traditionelle Bild der Heilung. Is that whatever our suffering is disappears. Ist das, was immer unser Leiden auch sein mag, es wird verschwinden. For example, in my situation. Also in meinem Fall jetzt. You know, I haven't slept more than 2 hours consecutively. Ich habe keine 2 Stunden am Stück mehr geschlafen. In any night since 1967. In irgendeiner Nacht seit 1967. Since I made a commitment. Seit ich diesen Entschluss gefasst hatte. The night's just not a safe place for me. Die Nacht ist kein sicherer Ort für mich. And it's still like that. Und das ist noch immer so. And wanting it to be different. Und zu wollen, dass das anders wird. With the idea that if I could sleep, then I would be healed. Mit der Vorstellung, dass wenn ich jetzt schlafen könnte, dann wäre ich geheilt. Kept me trapped in this cycle of suffering. Das hat mich in diesem Leidenskreislauf gefangen gehalten. You know, attempting to reject or be attached to. Also zu versuchen, an etwas anzuhaften oder etwas abzulehnen. Only means that suffering owns me. Das bedeutet nur, dass das Leiden mich besitzt, im Griff hat. I remember how miserable I was. Ich weiß noch, wie miserabel ich mich gefühlt habe. One day, so I'm washing dishes. Und an einem Tag, da habe ich den Abwasch gemacht. I'm looking out of the window. Ich habe aus dem Fenster geschaut. There's a couple of squirrels playing. Und da haben Eichhörnchen gespielt. In a moment, I had this clear voice of awareness. Und da, in einem Moment, hatte ich diese klare Stimme der Realisation. It's different from the voice of psychosis. Das ist anders als die Stimme einer Psychose. I know both of them. Ich kenne beide. Had a clear voice of awareness. Da war diese klare Stimme it just des said, Erkennens, die sagte, so you don't sleep. Du schläfst also nicht. So now what? Und jetzt? And I just laughed. Und ich habe gelacht. There was this moment of acceptance. Da war dieser Moment der Akzeptanz. This is like this. Das ist so, wie es so ist. Now what do I do? Was mache ich jetzt damit? So now in the sleeplessness, also in der Schlaflosigkeit, I can be busy. Da kann ich ganz schön beschäftigt sein. I can accomplish a lot. Ich kann da sehr viel erreichen. And if I'm too anxious to work, wenn ich zu ängstlich bin, um zu arbeiten, I can practice DVD meditation. Dann kann ich die DVD-Meditation praktizieren. If I'm too anxious to do that, oder wenn ich dann zu ängstlich bin, das zu tun, you know, I can sit. Dann kann ich sitzen. If I'm too anxious to do that, I can read. Wenn ich das nicht tun kann, kann ich lesen. If I'm too anxious to do that, wenn ich zu ängstlich bin, das zu tun, I can walk. Dann kann ich gehen. If I'm too anxious to do that, wenn ich da zu ängstlich bin, and I'm in the United States, und ich bin in den Vereinigten Staaten, I can call people in Europe. Dann kann ich Leute in Europa anrufen. Because they're already up. Weil die sind schon auf. You know?
So there's always something to do. Also es gibt immer etwas, das ich tun kann. So what to do? Und was gilt es zu tun? So always what to do? Das ist immer die Frage. Never I can't do. Nicht, was ich nicht tun kann. It's like, how can I make this happen? Sondern wie kann ich das möglich machen? And I tell you, the power that we possess is immeasurable. Und ich sage euch, die Macht oder Kraft, die wir besetzen, ist unermesslich. If we just apply ourselves. Und wenn wir uns darauf einlassen, sie anwenden. And don't listen to Mara. Und Mara nicht well, zuhören. I mean, listen to him. Also vielleicht zuhören schon. Or her. Oder ihr just, zuhören. Just don't take him serious. Aber das nicht so ernst zu nehmen. Question. Fragen. Yes. Trotz der Praxis und also der Dharma-Praxis unterschiedliche Schuldgefühle hat dann auch. Although you have this practice of the Ophis and the Dharma practice, yeah. How many feelings of guilt do you have? Still. Only one. Nur eines. Just guilt. Nur Schuld. It surfaces in different places. Die zeigt sich an verschiedenen Stellen. And I'm very thankful that I have it. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das habe. Because if I'm feeling guilty about something, denn wenn ich mich wegen etwas schuldig fühle, it's probably a good indication that I better not do it. Dann ist es vielleicht ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass ich das vielleicht besser nicht tun sollte. But at the same time, zur gleichen Zeit, I have a community of like-minded people around me. Habe ich eine Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen um mich herum. Facilitated by an authentic teacher. Die von einem authentischen Lehrer oder Lehrerin angeleitet wird. With whom I can interact. Mit denen ich interagieren können, dass ich sprechen kann. People who are willing to listen. Und die Menschen sind dann bereit people zu hören. People who are not committed to giving advice. Und das sind Leute, die nicht Ratschläge geben willing möchten. To listen. Die sind bereit zuzuhören. So, share with me. Sie teilen mit mir. What their opinion is about, just share with me about what we're talking about. Die teilen mit mir, worüber wir auch gerade sprechen und was da ihre Meinung ist. You know, and through that process, it helps me to determine the truth, the validity of the guilt that I experience. Und dann kann ich eben auch einschätzen, ob das ein realistisches Gefühl von Schuld ist, was ich gerade empfinde. Last question. Letzte Frage. How can a human awake? Wie kann ein Mensch erwachen? Well, you already are. Du bist es ja schon. Yeah. We're already awake. Wir sind alle schon erwacht. It is our suffering. Es ist unser Leiden. That keeps us ignorant. Das uns unwissend hält. To our awakened nature. Gegenüber unserer erwachten Natur. It's all of our ideas. Sind all unsere Vorstellungen. Of what enlightenment or what satori or what awakening is. Davon, was Erleuchtung, Satori oder Erwachtsein bedeuten sollte. That prevent us. Das uns davon abhält. From waking up. Zu erwachen. From living our awakened nature. Und unsere erwachte Natur zu leben. Let go of ideas. Lass die Ideen und Vorstellungen los. Sit. Sitze. Join a community. Und schließe dich einer Gemeinschaft an. Gleichgesinnter Menschen. Not ideologically glued together. Die nicht ideologisch zusammengeklebt but sind. Like-minded. Aber gleichgesinnt. That's supported by an authentic teacher. Die durch einen authentischen Lehrer oder Lehrerin unterstützt wird. Study. Studiere. And be willing to live differently. Und sei bereit, anders zu leben. Let the five pure precepts guide you. Lass die fünf reinen Richtlinien dich anleiten. And this weekend? Dieses Wochenende? I'm in Senkeling. Bin ich in Senkeling. Come and sit with me. Komm und sitze mit mir. I can share with you some tools. Kann mit dir einige Hilfsmittel teilen. Some different forms of meditation. Verschiedene Meditationsformen. That are not other than daily life. Die nicht anders sind als das tägliche Leben. That may be able to support you. Und die mögen dir Unterstützung bieten. But if you think you're, see, this is a tricky business. Aber das ist da jetzt irgendwie ganz spannend, da muss man aufpassen. Well, it's true that we're all awake. Obwohl es wichtig, richtig ist, dass wir alle erwacht sind. The moment you think you are. In dem Moment, wo du denkst, dass du erwacht bist. You're in trouble. Dann hast du ein Problem. Gotta check, man. Da musst du das nochmal überprüfen. Checking's important. Das Überprüfen ist ganz wichtig. And be careful who you check with. Und sei vorsichtig, mit wem yeah. du das nochmal überprüfst. Because there's a lot of people I know. Weil es gibt da viele Leute, die ich kenne. You know, they're willing to sell you the paper. Die möchten dir gerne so ein Papier verkaufen. You take the course, du machst einen Kurs. You pay the fee, dann bezahlst du die Gebühr. You get the stamp. Dann kriegst du den Stempel. Be careful. Sei da vorsichtig.
time for me to bring this to a close. Es ist jetzt die Zeit für mich, das hier zu einem Ende zu bringen. But I will do this in a usual way. Aber ich werde das auf einen ganz üblichen Weg tun. The first thing I'm going to do, das Erste, was ich machen möchte, take off the microphone. Ist, dass ich das Mikrofon abnehme. Put it on mute. In the tradition I'm ordained, in der Tradition, in der ich ordiniert bin, bowing is a real formal practice. Ist das sich verneigen eine wirkliche Form der Praxis? Also wir studieren richtig, wie das zu tun ist. Und uns wird gelehrt, die Handflächen aneinander zu legen. Und die Daumen berühren sich. Die Daumen ruhen dann auf den ersten Knöcheln. Und die Spitze des längsten Fingers ist parallel mit der Nasenspitze. Wir sind nicht zu steif. Ihr kennt diese Leute vielleicht. Das ist die Vorstellung von Zen. Der Gestank davon. Wir sind aber auch nicht zu lässig. Aber präzise. Ich schaue an, vor wem ich mich verneige oder vor was. Diese Praxis hat mein Leben gerettet. Und das sage ich nicht nur einfach. Der Name dieser Haltung im Deutschen ist Gassho. G-A-S-S-H-O. Also in Gassho möchte ich mich vor Christoph verneigen. Hanno gegenüber. To Hanno. To Chödrön. Und Chödrön Tenzin. Tenzin Yangu. Bow in gratitude. Ich verneige mich aus Dankbarkeit, for extending me the invitation to come. Dass die Einladung an mich gerichtet wurde. And for the work that they do here, und für die Arbeit, die sie hier tun. To keep this place alive for all of you to come. Diesen Ort am Leben zu erhalten für all diejenigen, die hierher kommen möchten. Und gegenüber Genrei. Für ihre unglaublich wunderbare Übersetzung. Ich verneige mich vor ihr in Dankbarkeit. Denn ohne ihre Stimme könnte ich mit einigen von euch nicht kommunizieren. Das ist für sie neu. Es ist für sie neu, in dieser Position zu sein. Also meine Assistentin und meine Begleiterin der letzten 14 Jahre, die Person, die eigentlich hier sitzen würde, die überall mit mir gewesen ist. And I don't lead a comfortable life. Und ich führe jetzt kein bequemes Leben. Ende April ist sie sehr ernsthaft erkrankt. Es gab einige Tage, wo ich dachte, dass ich sie verlieren würde. Also mein Leben ist wirklich gegenüber ihr und denjenigen, die studieren, verpflichtet. Und ich vermisse sie. Und alles, was sie an diese Orte, zu diesen Veranstaltungen gebracht hat. Und für diejenigen, die mit mir studieren, und das sind nicht viele, ich könnte sie nicht mehr lieben. Und ich könnte Kenshin nicht mehr lieben. Und alles, was ich tue, tue ich aus Unterstützung. Also, dass Genrei in diese Position hineingegangen ist, ist schon ein Testat gegenüber ihres Mutes. Und wenn ich über ihre Übersetzung spreche, dann spreche ich nicht leer dazu. Alles, was ich habe, ist das, was ihr seht und was ich sage. Also es ist ganz, ganz entscheidend, dass die Worte und die Handlungen übereinstimmen.
to all of you. Und euch allen gegenüber. All of you Buddhas to be. Werdende Buddhas. I bow to you in gratitude. Verneige mich vor euch in Dankbarkeit. For the attention and respect that you've shown to this place. Für die Aufmerksamkeit und den Respekt, den ihr gezeigt habt gegenüber diesem Ort. And to me during the time we've been together. Und mir gegenüber während der Zeit, die wir hier zusammen waren. If there's anything that I can ever do, wenn es da irgendetwas gibt, was ich jemals tun kann, um euch zu unterstützen, dann zögert bitte nicht zu fragen. Oder zögere und frag mich trotzdem. Ich sage, oder ich verabschiede mich jetzt hier, denn es kann so sein, dass ich dich vielleicht nie wiedersehen werde. Es gibt keine Möglichkeit, das zu wissen. Das ist wirklich die Wahrheit. Aber wenn ich euch wiedersehe, dann wird es gut sein. Bitte bleibt noch einen Moment sitzen, bis ich den Raum verlassen habe. Und bitte gebe Genrei noch einige Minuten eurer Zeit. Also das ist jetzt eine Herausforderung. Yeah, try this sometime. Das solltet ihr schon mal versuchen. Blowing your nose in front of a group of people. Die Nase zu putzen vor einer ganzen Gruppe von Menschen. Thank you. Oh yes. I've had the privilege of a book published. Ich hatte das Privileg, ein Buch veröffentlichen zu dürfen. Die Einnahmen aus dem Buch kommen nicht zu mir. Aber die deutschsprachige Ausgabe dort draußen existiert wegen Susanne Klein. Existiert in der Form, in der es jetzt existiert. The daughter of the man I spoke about, die Tochter des Mannes, über den ich gesprochen habe, die sitzt hier. Sie ist eine ganz liebe Freundin, schon über viele Jahre. Die Schwester meiner Assistentin. Ich glaube, die war vorher noch nie bei so einem Ort. Die sitzt hier. Mit ihrem Mann. I'm so thankful for them being here. Und ich bin so dankbar, dass sie hier sind. So I'll say goodbye. Also ich verabschiede mich. Yeah. And if I see you again, und falls ich euch wiedersehe, I'll see you again. Dann sehe ich euch wieder. This is tricky. I had to learn how to walk with a dress on. Ich musste erst mal lernen, wie ich hier mit einem Kleid gehen kann. It didn't come natural for me. Es ist jetzt nicht ganz natürlich zu mir gekommen. And in the early days of wearing robes, in den ersten Tagen, wo ich Roben getragen habe, they traditionally wear a kimono. Also normal oder traditionell würde ich ein Kimono tragen. The kimono is my underwear. Das Kimono ist die Unterwäsche. Sometimes when sitting on a cushion, manchmal, wenn ich dann auf dem Kissen gesessen habe, in den frühen Tagen, it was embarrassing. Dann war das irgendwie ganz beschämend. Ja, ich möchte gerne noch was über die Belehrung des Dhanaparamita teilen. Das ist die Belehrung über die Großzügigkeit oder das selbstlose Geben. Es ist eine ganz großartige Belehrung und es gibt noch ganz viel für mich daran zu lernen. Aber Claude Einstein begleiten zu dürfen, zeigt mir tatsächlich, was das bedeutet, weil er wirklich mit seinem ganzen Wesen sich in diese Praxis hineinstürzt und einfach immer da ist für die Menschen, die ihn treffen, und er einfach tut, was er nur tun kann, um Menschen beim Erwachen zu unterstützen. Und es ist tatsächlich, dass er sehr traditionelle Gelübde abgelegt hat. Also er ist eben ein Wander- und Bettelmönch. Das heißt, dass es ihm gar nicht erlaubt ist,
einen Beruf auszuüben, was ja auch gut ist. Er hat eben schon gesagt, er konnte eh keinen Beruf beibehalten. Und er sagt immer, das wäre auch der Lebensweg, der für ihn am meisten Sinn machen würde. Aber das heißt, er hat kein Gehalt, er hat letztendlich keine Gesundheitsvorsorge. Er reist immer auf Einladung von Ort zu Ort. Und dort sind die Veranstalter quasi verpflichtet, einen Anteil der Reisekosten zu übernehmen und halt die Unterkunft und etwas zu essen sicherzustellen. Aber darüber hinaus, also erstmal gelten die Eintrittsgelder, die gezahlt werden, dafür, um die Kosten für die Veranstaltung zu decken. Wenn darüber hinaus eine Spende gegeben wird, dann ist die herzlich willkommen. Aber tatsächlich wird sich auch immer bemüht, die Kosten eben sehr gering zu halten, damit auch jeder teilnehmen kann. Aber er hat ganz traditionelle Gelübde abgelegt. In Asien war das sehr üblich, dass die Mönche und Nonnen eben das Dharma gelehrt haben und die Laiengemeinschaft dann für den Lebensunterhalt sichergestellt haben. Das heißt, dann wurden Roben genäht oder auch Essen wird gebracht. Aber bei ihm ist es natürlich auch so, er ist der Mönch des 21. Jahrhunderts. Es gibt eben auch Fixkosten, die dann da sind oder manche Zeiten, wo er mal nicht reist, obwohl er wirklich 300 Tage im Jahr umherreist. Aber wenn er dann mal ausruht, dann hat er Zeit, vielleicht mal ein Buch zu schreiben oder wieder Texte. Und es besteht einfach die Möglichkeit, sein Leben und Wirken mit einer finanziellen Spende zu unterstützen. Das ist dann das finanzielle Dana. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Arten. Und wer Interesse daran hat, dass er sein Leben so weiterführen kann und dass Spiritualität in unserem Leben einen Platz haben kann, kann sich gerne beteiligen. Dort hinten steht eine Kiste auf dem Tisch und wer da noch was reingeben möchte, kann das gerne machen. Das ist, wie gesagt, herzlich willkommen. Ansonsten, habt ihr vielleicht auch gesehen, dass draußen so ein größerer Büchertisch ist. Der ist von einem gemeinnützigen Verein, der Salto Sangha. Da bin ich auch mit dabei und wir haben einerseits das Buch von ihm dort liegen. Wer da eins mitnehmen möchte und gerne von ihm das signiert haben will, kann das gerne machen. Einfach noch einen Moment Geduld haben. Ich würde dann nachher rauskommen und dann schauen wir, dass er da Zeit findet, um das zu unterschreiben. Oder wer dort etwas mitnehmen möchte von dem Infotisch, man kann dann einfach das Geld in die Schale legen und was immer ihr möchtet, dann mitnehmen. Das war es, glaube ich, auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich bin unglaublich glücklich, hier sein zu können, weil mein Weg 1998 hier begonnen hat, als der Dalai Lama in Schneverdingen war. Ich freue mich total, morgen nach Senkir Ling zu fahren. Wünsche allen noch einen schönen Abend und ein gutes Nachhausekommen und verabschiede mich bei allen. Dankeschön.